Hallo und willkommen zurück bei On The Table. Ja, heute packen wir mal hier ein paar Tyranniden aus. Eigentlich mag ich die Viecher nicht, aber naja, ich habe mir jetzt trotzdem mal so ein paar gegönnt. Und zwar würde ich die halt gerne irgendwie ein bisschen ein Farbschema nochmal ausprobieren. Ich habe ja zwar ein Farbschema am Brutlord rumprobiert, mit dem Schwarz-Rot, das hat auch soweit ganz gut funktioniert. Aber ich will da noch irgendwie was anderes probieren. Ich will das zwar nicht so machen wie Aras von Aras Gaming auf seinem Twitch-Channel das macht, halt irgendwie diese Lavaniden. Sehen zwar cool aus, aber macht er ja schon, deswegen muss ich es nicht machen. Und ich wollte das da ein bisschen mehr. Ja, mehr ins Grünliche halt mal bringen, ob das funktioniert. Weiß ich nicht, ich habe halt ein paar Bilder gesehen, womit es halt funktionieren könnte. Würde ich gerne ausprobieren, ob es denn halt geht. Und deswegen habe ich mir jetzt hier einfach mal so drei Tyranniden-Krieger mir gekauft. Fand ich jetzt halt irgendwie übersichtlicher als irgendwie so eine Horde Ganten, die zwar irgendwie billiger sind, aber ja, es sind Ganten. Und das dann davon auch noch ekelhaft viele, deswegen, das wollte ich dann nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, holst dir ein paar Krieger, die sind halbwegs anständig groß zum Üben und zum Bemalen. Und ja, ich habe dann drei Stück zum Rumtesten. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich da jetzt irgendwie großartig mit Tyranniden hier anfangen will. Ich will halt nur ein bisschen an denen rumüben. Und ich denke, das sollte damit ganz gut gehen. Also wie gesagt, es sind drei Stück drin, so groß sind sie, deswegen hier ist 1:1, also ja, deswegen so relativ, also Größe ist relativ, man halt hier irgendwie so eine normale Figur irgendwie daneben nimmt, also es ist halt ein bisschen größer, ne? Also ist jetzt nicht übertrieben groß, aber es gibt ein paar übertrieben große von denen, aber halt die, also sie reichen, glaube ich, so zum Farbschema üben, reichen die. Haben einiges an Waffenoptionen, wie man halt hier sieht. Was das für Waffen sind, keine Ahnung. Werde ich wohl rausfinden, wenn die 8. Edition erscheint, welche bereits draußen ist, wenn dieses Video erscheint. Und ja, dann werde ich wohl auch wissen, was es sich hiermit bei handelt und hierbei und dabei und so. Für mich sieht es irgendwie aus wie, ja, ich weiß nicht, für irgendwas, was man erst nach 22 Uhr sagen darf. Und ja, schauen wir mal. Also ich denke mal, für irgendwie Farbschemaübung werde ich mir eher auch hier irgendwie so Nahkampfkrieger hier machen. Das müsste irgendwie reichen. Hier mit der großen Waffe sieht zwar cool aus, aber wird auch bestimmt irgendwie regeltechnisch einiges ausmachen. Aber ich will ja nur üben, deswegen reicht das hier. So, gucken wir mal hier rein. Bevor ich mich hier so um Kopf und Kragen rede. Anleitung wäre nicht schlecht. Ja, Decals hat es keine, denn die kommen auch ohne klar. So, dann schauen wir mal. Also es sind drei Gussrahmen, die sich alle, denke ich, irgendwie unterscheiden. Oder auch nicht. Doch, sie unterscheiden sich. Ja, wir haben hier irgendwie eine Peitsche, irgendwelche Splitter, die man da auch schon auf der Rückseite gesehen hat, wo ich mir keinen richtigen Reim drauf machen kann. Die große Waffe, ein paar kleine Schwerter, der Brustkorb, wie gesagt, unterschiedliche Köpfe, Rückenpanzerungen oder wo auch immer die dran kommen, sind es halt hier auch. Also hier scheinen zwei Oberkörper. Also man hat da ein bisschen Auswahl anscheinend, weil hier sind auch noch mal die nicht dieselben, sondern ähnliche. Oder es ist doch doppelt. Lass mich doch mal hier gucken. Nee, irgendwie ja und irgendwie nein.
Also selbst die, nee, die Köpfe, auch diese Kopfplatten unterscheiden sich halt leicht. Deswegen hier ist es halt ist ein bisschen weiter auseinander. Deswegen sieht ihm hier sehr ähnlich, weil es halt auch drei Zacken sind, aber die sind halt mehr gekrümmt. Er hier hat nur so zwei Zacken, er hat halt auch wieder drei. Also es unterscheidet sich dann schon ein bisschen, aber man hat sehr wahrscheinlich dann hier irgendwie eine Brustpartie übrig, wobei bei ihm hier fehlen diese Schulterteile, also je nachdem, wo die hinkommen, weiß ich nicht, oder ist das irgendwie eventuell ein Rückenteil, der dann irgendwo hier dran kommt? Ja, sieht man dann. Aber man hat, glaube ich, für alle drei auch passende Waffenoptionen. Also man hat dann hier drei Peitschen, dass man halt auch allen drei irgendwie eine geben kann. Ich hoffe, es gibt eine ausreichend große Anzahl an Schwertern. Die große Wumme ist nur einmal da, soweit wie ich sehe. Hier von den kleineren gibt es ein paar mehr. Das hier ist ja noch mal irgendwie was anderes. Ja, muss man dann halt mal schauen. Und hier gibt es halt die größeren Krallen, welche mir eigentlich wesentlich besser gefallen als hier irgendwie diese komischen Peniswaffen. Natürlich ist es nur halt für den Nahkampf, aber naja, muss man dann halt mit leben. So, was haben wir denn hier? Ach so, man kann normale Krieger machen und einen Tyranid Prime. Also ein Alpha-Krieger. Der wird sich ja von den Regeln her auch ein bisschen unterscheiden. Okay. Ah, der hat auch hier irgendwie ein paar. Ah, der hat die extra. Der hat hier ein anderes. So eine andere Brust. Das ist interessant. Okay. Der hat dann halt hier irgendwie so ein paar breitere Schulterteile. Ja. Aber man kann nicht alles vier bauen. Ne? Also man muss dann irgendwie einen opfern von den Kriegern, um das irgendwie hinzubekommen. Ja. Torsen. Vorne, hinten, wie gesagt, sie sind zwar unterschiedlich nummeriert, aber also vom Bild her unterscheiden sie sich nicht großartig. Achso, das sind gar keine. Ja. Es sind keine Sichelklauen, es ist der Körper. Denn hier, Körper, sehen zwar aus wie solche Sichelklauen, aber es sind Körper. Also der Schwanz, ein bisschen Körpergedönse und dann kommen da die Beine dran. Ich entschuldige mich vielmals für diese Irritation. Aber ich habe noch keine Tyranniden gebaut, deswegen absolut keine Ahnung, wie die sich da so zusammensetzen. Aber die brauchen natürlich ja auch so einen Mittelkörper. Okay, Zusammensetzung eigentlich ganz lustig. Hier die Arme. Und ich weiß, viele magnetisieren halt ihre Tyranniden eben, weil es relativ einfach geht, weil die halt überall hier diese Löcher halt haben. Und man da eigentlich immer gut einen Magneten unterbekommt und halt das gleiche halt auch hier in diese Arme halt rein. Gut, ich werde jetzt für meine Tyranniden da so nichts machen. Die werden dann einfach festgeklebt und gut ist. Hier dann andere Waffenoptionen. Mit, was ist es? Tyrannidenkrieger mit Zangenkrallen und Stachelwürger. Ja. Gut. Kann sein, meinetwegen. Dann hier Tyrannidenkrieger mit Hornschwert, Tentakelpeitsche und Säurespucker. Tyrannidenkrieger mit Hornschwertern und Stachelfäusten. Okay. Ja, meinetwegen. Und was haben wir hier? Mit Hornschwert und Zangenkrallen. Und Tentakelpeitsche da. Okay.
Was ist eigentlich das da? Dann hier Tyranidenkrieger mit Sensenklauen und Hornschwertern. Deswegen, das sind halt hier die Sensenklauen. Also ich wäre eher halt hierfür. Dann Tyranidenkrieger Krieger mit Sensenklauen und Neuralfresser. Das und das. Mhm. Und dann haben wir hier, was haben wir hier? Den Tyranidenkrieger mit Sensenklaue und Biozidkanone. Ist er hier? Und der Tyranid Prime. Muss man halt gucken, welchen Oberkörper man denn da nimmt und welche Beine. Und dann halt nur den passenden Oberkörper halt wählen und das passende Rückenteil. Da sind halt noch so diese Hornplatten da hinten drauf. Und kommt da halt hier diese Schulterteile noch da dran. Dann ist er etwas breiter, aber was steht da? Schritte 15 bis 16 zeigen die verfügbaren Waffenoptionen. Alpha-Krieger, der Tyranid mit Hornschwertern und Säurespucker. Ja gut, kann man natürlich auch machen. Mit Sensenklauen. Ich denke dann halt auch eher. Also ich würde mir auf jeden Fall einen Alpha-Krieger halt machen und zwei normale. Also der Tyranidenkrieger wird wohl hier die Sensenklauen bekommen zum Testen. Ach, vielleicht wenig Sinn, selbst wenn ich die dann doch mal irgendwie einsetze. Na egal. Vielleicht werden die auch irgendwie geopfert. Ich weiß es halt nicht. Also ich werde es auf jeden Fall nicht magnetisieren, sondern einfach so zusammenbauen. Deswegen, also die Waffe hier wird es auf jeden Fall nicht. Das ist mir dann doch zu groß. Mal schauen, wie es denn wird. Wie gesagt, es soll einfach nur zum Farbschema üben halt werden. Ohne irgendwas Spezielles im Hintergrund. Und damit es hier auch mal ein paar Tyranniden gibt, damit ich hier meine Necrons auch irgendwie so davor setzen kann und dass sie den Feind studieren können. Und ja, schauen wir mal. Deswegen, vielleicht werde ich die halt dann auch irgendwie mal so zwischendurch immer mal so ein bisschen bemalen. Halt einmal anfangen und dann mal schauen, wie es denn halt weitergeht. Gut, das war's dann auch schon mit der Folge und vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin!